Weltarmut, Immigration und Gummibälle. Eine Präsentation von Roy Beck. Manche sagen, dass Massenmigration in die USA dabei helfen kann, die weltweite Armut zu reduzieren. Ist das wahr? Nun, das ist es nicht. Und lassen Sie mich zeigen, warum. Dieser Kaugummiball soll 1 Million legaler Migranten repräsentieren, welche die USA im Schnitt seit dem Jahre 1990 aufgenommen hat. Nun, wer in dieser Welt braucht unser humanitäres Mitgefühl? Die Weltbank hat eine Erhebung über die Ärmsten dieser Welt gemacht und sie verdienen weniger als $2 pro Tag. Und wie viele Menschen auf der Welt leben nun mit unter $2 pro Tag? Wir starten mit Afrika. In Afrika allein gibt es ca. 650 Millionen Menschen, die mit weniger als $2 am Tag auskommen müssen. 650 Millionen. Und in Indien weitere 890 Millionen Menschen. Sehr arm. Und China weitere 480 Millionen Menschen, die weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben. Und bedauerlicherweise hat der Rest Asiens herzzerreißende 810 Millionen Menschen, von denen die Weltbank sagt, dass sie weniger als $2 pro Tag verdienen. Und schlussendlich sind da 105 Millionen unter den Lateinamerikanern, die sehr arm sind. Insgesamt, so die Weltbank, gibt es 3 Milliarden arme Menschen weltweit. 3 Milliarden Menschen, die sehr arm sind und weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben. Das sind 3000 Kaugummibälle. Und jedes Jahr nehmen wir 1 Million bei uns auf und behaupten, wir hätten eine humanitäre Veränderung gebracht. Die Mehrheit unserer Migranten kommt aus Mexiko. Und Mexiko ist arm. Wie viele Menschen leben auf dieser Welt, die ein geringeres Durchschnittseinkommen als Mexiko haben? Und die Weltbank sagt uns, dass es diese 3 Milliarden sind. Plus weitere 2,6 Milliarden Menschen. 5,6 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die in Ländern leben mit einem Durchschnittseinkommen unter dem von Mexiko. Das sind 5600 Kaugummibälle. So, und was ist es, was die Eliten uns erzählen? Sie sagen uns, dass wenn wir 1 Million Migranten aufnehmen, dass wir dann, wie kein anderer, die weltweite Armut bekämpfen. In dieser Angelegenheit voranzukommen, ist nicht nur unmöglich, es ist eigentlich noch schlimmer, als es hier schon aussieht. Denn als wir im letzten Jahr 1 Million Migranten aufgenommen haben, haben all diese Länder zusammengerechnet, Geburtsraten abzüglich Todesrate, 80 Millionen mehr Menschen unter die arme Bevölkerung gebracht. Und in diesem Jahr bringt die Regierung 1 Million legale Migranten ins Land. Und in diesem Jahr, so sagt die UN, erwarten diese Länder weitere 80 Millionen mehr Menschen. Und im nächsten Jahr, da können Sie sicher sein, bringt die Regierung, wenn sie nicht von den Wählern gestoppt wird, dann bringt diese Regierung weitere 1 Million Migranten ins Land. Und diese Länder bringen leider weitere 80 Millionen zusätzliche Menschen in diese verarmten Nationen. Wir können 5 Millionen im Jahr aufnehmen. Wir werden damit nicht in diesen Ländern weiterkommen. Nicht in diesem Jahrhundert. Erkennen Sie nicht, dass Migration niemals ein effektiver Weg sein kann im Umgang mit diesen leidenden Ländern? Ihnen muss dort geholfen werden, wo Sie leben. Lasst uns Ihnen dort helfen. Danke sehr.